Hallo, meine Lieben. Heute möchte ich euch das Grundmuster solcher Windlichter, Vasen, Kerzenständer zeigen, was sehr einfach ist. Im Vorhinein mein Tipp, lieber diese LED-batteriebetriebenen Teelichter zu nehmen, weil die Wolle mit den Franseln gibt es nicht in einer Baumwollmischung und es wird heißer, die würde dann wegschmilzen und das wäre schade drum. Und sicherer ist es auf jeden Fall und die sehen wirklich sehr echt aus und kosten auch wirklich sehr wenig und die Batterien sind auch tauschbar. Das gleiche gilt jetzt für die Flasche da hinten. Ganz wichtig ist, wenn man das als Kerzenständer benutzt, dass man ein Gegengewicht in die Flasche oder in das Glas tut, damit es nicht ganz schnell umfällt und eine Brandgefahr entsteht. Und ich nehme dazu dann immer ganz gern weißen Aquariumkies. Der sieht total edel aus, ist ziemlich günstig und auch schwer genug. So, dann fangen wir an. Und zwar müssen wir, also als Beispiel habe ich hier ein Senfglas, was ich umhäkel. Das ist in der Praxis genauso wie ein Gurkenglas, Marmeladenglas, Einmachglas. Denn unser Boden, den wir jetzt häkeln, gibt dann vor, wie groß das Ganze umhäkeln wird für das Glas. Also egal wie groß wird, es ist immer der gleiche Anfang. Und den Boden machen wir so. Wir nehmen vier Luftmaschen, schließen die mit einer Öse zum Kreis. So. Und in die vier Luftmaschen kommen jetzt acht feste Maschen. In meiner Häkelschule habe ich euch auch das nochmal ganz ausführlich gezeigt. Und wer sich ein bisschen unsicher ist, guckt da einfach nochmal rein. 4, 5, 6, 7, 8. Wir schließen die ersten beiden Luftmaschen, ziehen wir eine Öse heraus und durch die hintere. Wir nehmen am Anfang immer zwei Luftmaschen. So, an der ersten Reihe darüber kommt in jede feste Masche zum Zunehmen zwei feste Maschen. Also wir haben erst vier Luftmaschen, dann acht feste Maschen und jetzt machen wir insgesamt 16 daraus. Das ist ganz einfach und regelmäßig zunehmend für den Kreis. In der nächsten Reihe machen wir es dann so, wir stricken eine feste Masche und in die nächste kommen zwei hinein in die vorangegangene feste Masche. Darauf in der Reihe haben wir einmal eine, dann nochmal eine und dann kommen zwei in eine feste. Das ist dann ganz regelmäßig, wie sich's weiterentwickelt, immer zunehmen. Dann kann man einen riesengroßen Kreis machen. Man muss nur immer eine Masche, wo nicht zugenommen wird, dazu häkeln. So, hier haben wir in jede zwei. So, jetzt kommt die nächste Reihe. In die erste nur eine, in die nächste zwei. Dann wieder eine in diese und in die nächste zwei. Eine und in die nächste zwei. Eine und die nächste zwei. Und das machen wir so lange, bis die Runde geschlossen ist. Nochmal zur Wolle, die ich verwende. Das ist jetzt so ein leichtes Perlgarn. Ein ziemlich dünnes, aber da wirkt das Umhäkeln wirklich sehr edel. Wir haben hier 50 Gramm mit fast 100 Meter Lauflänge und dazu eine Nadel zwischen 3 und 3,5. Die Fransenwolle, das ist ein Rest, die könnt ihr in jeder Farbe benutzen. Das ist dann euch überlassen. So, jetzt kommt unsere nächste Reihe, zwei Luftmaschen. Und jetzt haben wir eine einzelne, noch eine einzelne und dann in die nächste zwei. Eins, zwei. Eine einzelne, noch eine einzelne und zwei. Das müssen wir jetzt fortführen. In der nächsten Reihe wären es drei einzelne und dann wieder zwei in eine Masche.
darauf in der Reihe vier einzelne und dann wieder zwei. Und dann macht ihr das so lange, bis der Boden bedeckt ist. Das habe ich schon mal vorbereitet. Das ist die Größe. Genau, wie es drauf passt. Egal wie groß das Glas ist. Dann sind es vielleicht fünf einzelne und dann zwei. Oder zehn einzelne und dann zwei. Das steigert sich von Runde zu Runde. So, jetzt zeige ich euch, wie wir anhäkeln. Wir haben es ein bisschen großzügig abgeschnitten. Wir nehmen jetzt diese Wolle. Also ich nehme jetzt extra keine schwarze Wolle. Keine schwarze Ransenwolle, weil man das sehr schlecht sieht und ich möchte es euch ziemlich deutlich machen. Also, wir legen einfach die Wolle über die Nadel, halten beide Enden fest, ziehen die einmal durch das Schwarze und dann nehmen wir den einzelnen Faden und machen eine Luftmasche. Dann ziehen wir den Schwarzen fest und schon haben wir es. Jetzt machen wir fünf Luftmaschen. Eine haben wir schon, zwei, drei, vier, fünf. Und dann müssen wir zählen, 1, 2, 3, 4. Und in die fünfte kommt die feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen und dann zählen wir 1, 2, 3, 4 und in die fünfte kommt eine feste Masche. Dann haben wir solche Schlaufen. Das setzt sich immer so weiter vor und wenn euer Kreis dreimal so groß wäre, wäre genau dasselbe. 1, 2, 3, 4, 5 und wir zählen 1, 2, 3, 4, 5 und hinein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und eine Feste. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen und 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt zählen wir. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben wir da vorne noch 3 Maschen übrig. Das ist sogar ganz gut so, weil wir müssen nach oben kommen. Wir machen jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Und in die nächste feste Masche gehen wir in diese Schlaufe hinein und machen einfach durchziehen eine feste Masche. Das ist alles. Ich zeige es nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir gehen in die Mitte einfach von der Öse, von dem Loch und ziehen uns eine feste Masche. Gar nicht in die Luftmasche einstechen, sondern nur in die Öse hinein. So. Immer 5 Luftmaschen, das bleibt immer gleich. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Und in die Öse hinein. 1, 2, 3, 4, 5. Und in die Öse hinein. So, jetzt haben wir gleich 1, 2, 3, 4, 5. Und in die Öse hinein. So, wir sind gleich vorne. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5 und in die Öse. 1, 2, 3, 4, 5 und mitten in die Öse die feste Masche. So, drehen wir es mal. Jetzt sehen wir hier, wir haben schon 2 Ösen. Hier ist noch eine, also brauchen wir noch eine. 2, 3, 4, 5 Luftmaschen und schließen es mit dieser großen Öse. Jetzt haben wir 2 Reihen gemacht. Wir nehmen jetzt unsere schwarze Wolle. Da geht es jetzt weiter. Wieder das gleiche. Wir legen den Faden über die Häkelnadel. Bisschen verlängert, ziehen es durch. So und machen eine Luftmasche. Dann teilen wir die Fäden. Den langen benutzen wir natürlich. Ziehen hier nochmal fest. Nachher verknoten wir das noch. So, weiter. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen und in diese Öse hinein. 1, 2, 3, 4, 5 in die Öse hinein. 1, 2, 3, 4, 5 in die Öse hinein. Und jetzt machen wir bitte
zwei Reihen in Schwarz mit jeweils fünf Luftmaschen. Die zwei Reihen mit den jeweils fünf Luftmaschen haben wir gemacht. Und jetzt kommt die nächste Reihe mit 15 Luftmaschen. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und in die nächste große Öse unsere Feste machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und die nächste in die große Öse mit der festen Masche. Das gibt dann solche großen Ösen. Und diese Reihe machen wir jetzt erst einmal. Vor uns liegt die letzte 5 Luftmaschenöse. Wir haben hier 15. Wir machen die feste Masche in die Öse. Jetzt sind wir aber unten. Und jetzt müssen wir einfach halbieren. Wir nehmen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da sind wir auf 14, wenn wir es verdoppeln. 8, 16. Und dann gehen wir in die obere hier hinein und machen eine feste Masche. Dann sind wir wieder im oberen Bereich der großen Öse. Das ist wichtig. So, und jetzt machen wir wieder 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und gehen in diese Öse. Die große, lange Öse mit den 15. 1, 2, 3, 4, 5. Und in die nächste Öse mit 15 und eine feste Masche. So, 1, abgerutscht. 1, 2, 3, 4, 5. Und in diese. 1, 2, 3, 4, 5 und in die nächste. So ziehen wir uns das hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr müsst nur sehen, dass das ziemlich in der Mitte trifft. So schließen wir. 1, 2, 3, 4, 5 und in die obere Mitte der Öse. 1, 2, 3, 4, 5. Nächste. 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt sind wir vorne, wo wir die 8 Maschen nochmal nach oben gemacht haben. Und da müssen wir das erste Mal einstechen. In die feste Masche einstechen und eine feste Masche, damit wir die Runde komplett zuziehen. So. Das ist jetzt der Moment. Wir müssen die Bremsebolle mal großzügig abschneiden. Kommt dann wieder zum Einsatz. So, wir nehmen unser Käppchen, unsere Umhäkelung und stülpen die auf unser Glas, das, was wir haben. So, wenn es jetzt ungefähr so hoch ist, nur noch ein kleiner Rand, dann können wir den Abschluss anfangen. Wenn euer Glas jetzt höher ist, dann macht ihr noch ein, zwei oder drei Reihen mit den Fünfer Luftmaschen. Bis der Rand fast erreicht ist. So, dann die letzte Reihe in Schwarz geht so. Wir machen nur drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei und schließen in die Öse. Eins, zwei, drei, wir schließen in die Öse. Eins, zwei, drei, in die Öse. Der vorangegangenen mit fünf. Eins, zwei, drei. Und hier hinein. 1, 2, 3. Wir müssen nämlich verkleinern, weil normal die Gläser haben oben einen kleineren Rand. Und damit es uns nicht extrem rutscht, nehmen wir jetzt ab und das funktioniert dann mit den Dreier-Luftmaschen. 1, 2, 3. Gleich kommt die Probe. Bevor wir jetzt die letzte Dreier machen, müssen wir erstmal wieder messen. Das geht ziemlich eng drüber hin, aber es zieht sich auch gewaltig. Ja, es passt. Dann machen wir die nächste Dreier. Wenn es nämlich ein bisschen zu eng wird, dann variieren wir jetzt in der letzten Öse und machen vielleicht nochmal 5 oder 6 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und schließen die. Und gehen mit einer Dreier. 1, 2, 3. In die erste Öse, die wir gemacht haben. Die wäre hier. So.
Wir schneiden großzügig ab. Wir nehmen die Franselbolle. Und diesmal, für den besseren Halt, verknoten wir beide Fäden zusammen. So, ziemlich kurz. Lassen es einfach mal hängen. Und jetzt kommt die letzte Reihe dran. So, wir gehen und unsere Öse und häkeln hier hinein vier Stäbchen. Auch das zeige ich in der Häkelschule, wie Stäbchen gehen, weil das ist jetzt wirklich hier schlecht zu sehen. 3, 4. Wichtig, wir gehen jetzt in die feste Masche, die wir vorher gemacht haben, und machen da auch eine feste Masche. So, dann in die nächste Öse, wieder 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Und in die feste Masche der vorangegangenen Reihe machen wir wieder die feste, damit es uns nicht rutscht. So, wieder 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Und unsere feste Masche. 1, 2, 3, 4. Und die feste Masche. Ich zeige es jetzt wirklich sehr ausführlich, weil ich euch auch den Schluss noch zeigen will. 1, 2, 3, 4. Feste Masche. Weihnachten und für die Adventszeit zeige ich euch dann noch Gläser als Adventskranz, ganz besondere als Weihnachtsdeko und auch einen alternativen Weihnachtsbaum, auch umhäkelt. Vielleicht schaut er ja dann auch mal rein. Und das ist jetzt auch, die Gläser sind ja wirklich edel, nicht nur für Halloween oder eine Gruselparty. Das passt auch wahnsinnig gut für das Motto Schwarz-Weiß. Wenn man dann vielleicht noch Perlen oder Kristalle aus Kunststoff auf den Tisch legt, eine ganz edle weiße Damasttischdecke und noch weiß, andere weiße Dekoblumen. Das sieht ganz toll aus. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Das nächste kommt, letzte kommt. 1, 2, 3, 4. Die letzte feste Masche, auch in die feste Masche der vorangegangenen Reihe. Wir schneiden etwas großzügig ab, ziehen den Faden durch die letzte Öse hindurch. So. Und dann können wir die 3 Fäden, die wir oben haben, einfach verknoten. Ihr könnt die auch vernähen, das liegt bei euch. Natürlich kann man das auch mal, das ist ja gehäkelt Wolle, waschen, wenn es ein bisschen schmutzig geworden ist. Am besten mit der Hand und ein bisschen Shampoo im Waschbecken und das wird dann wieder wie neu. Ein bisschen großzügig abschneiden. Dann stülpen wir es übers Glas. Die anderen Fäden vernähen wir dann noch oder verknoten sie nach innen. So, das Glas ist bedeckt. Und jetzt empfehle ich immer, damit es nicht runterrutscht, egal mit welcher Wolle, einfach nur mal eine Luftmaschenschlange, am besten mit der doppelten Wolle. Ich nehme das so groß. Mache mir hier eine Öse, die kann man einfach so ganz kurz mal knoten. So, weil wir den Faden doppelt nehmen. So, Öse, fester, Luftmasche hinein. 1, 2, 3, 4, 5. Und da mache ich zwischen 60 und 70 Luftmaschen und dann, ich zeige es mal bei dem Glas, fädel ich in der letzten schwarzen Wollereihe das ein. Das wird dann einfach hier oben eingefädelt.
Hier seht ihr die Schlaufe. Einfach hoch, runter, rundherum, dann festziehen und einfach wie einen Schuh binden. Und dann hält das wirklich bombig. Was ich ganz schön finde, die Gläser kann man immer neu dekorieren. Hier habe ich einfach ein Kreuz dran gehängt. Die kleinen Gespenster habe ich euch gezeigt, wie die gehäkelt werden. Das geht auch ganz schnell. Die Fledermäuse habe ich euch gezeigt. Dann kann man kleine Perlen aufbringen. Und das wäre mein heutiger Vorschlag. In der nächsten Zeit, wenn ihr Lust habt und es wird euch interessieren, kann ich euch auch zeigen, wie man so ein Fell-Windlicht häkelt. Oder dann die Flasche. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß daran und ihr könnt es umsetzen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen hoch und dass ihr wieder mal bei mir vorbeischaut. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!